Der Tabubegriff, der war vor 100 Jahren, fürchte ich, muss ich leider Gottes erwähnen, die ganz große Mode unter den Völkerkundlern und Religionswissenschaftlern, inklusive dem Heiligen, hätte ich was gesagt, Sigmund Freud. Totem und Tabu, das ist das Buch. Und es war ziemlich viel frei erfunden. Was ist passiert? Irgendwelche Kolonialoffiziere oder Völkerkundler, Kulturanthropologen, sind nach Polynesien gegangen, weil ihnen daheim zu fad war, hätte ich fast gesagt, und haben dort das Wort Tabu aufgeschnappt und haben dann den Leuten, die dort waren, in Polynesien auf den Inseln, haben sie gefragt, was heißt denn das? Das heißt, dass man zum Beispiel nicht mit der Mama einen Geschlechtsverkehr haben darf. Aha, haben die gesagt, das ist ja hochinteressant. Und was heißt denn das noch? Und dann gab es noch ein Verbot und noch ein Verbot und noch ein Verbot. Und die Völkerkundler und die Anthropologen haben sich unbeschreiblich gefreut. Jetzt haben sie endlich einen Begriff gefunden, eine Vokabel, das sich generalisieren lässt, universalisieren lässt. Alle Vermeidungsregeln können wir unter einer Überschrift bringen, Tabu, Tabubruch. Und daher sind also dann die Prosa-Stückel explodiert und man hat also Tabu gesagt für allem, was Gott verboten hat. Das ist mittlerweile leider vorbei. Die heutigen Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begnügen sich, bestimmte Vermeidungsregeln in Polynesien mit dem Wort Tabu zu belegen und im Übrigen die Verallgemeinerungen zu vergessen. Inklusive dem, was der Sigmund Freud gesagt hat. Daher darf ich mich hier auf einen solideren Boden bewegen. Wissenschaft ist Wissenschaft, gelernt ist gelernt, Verlässlichkeit ist angebracht und habe gegrübelt, was ich jetzt generalisierbar über einen Übertretungszusammenhang sagen darf. Und eingefallen ist mir der Hans-Peter Dürr. Hier bin ich ein bisschen Partei, weil ich mit Hans-Peter Dürr, dem Philosophen, Kulturwissenschaftler, lebt noch in Heidelberg. Vielleicht hört er das, freut er sich. Der Hans-Peter Dürr hat ein fünfbändiges Werk von 2002, na, das ist nicht richtig, dass ich nichts Falsches sage, von 2002 bis zum, na Blödsinn, von 1988 bis 2002 hat er geschrieben, fünf Bände über den Mythos vom Zivilisationsprozess. Das war eine Attacke auf den Norbert Elias. Aber das gehört woanders hin. Das ist eine eigene akademische Partie. Aber jedenfalls hat er dann diese fünf Bände geschrieben und hat damit einen gewaltigen Staub aufgewirbelt. Der hat eine ziemlich freche Prosa geschrieben und ist auch mit seinen Kritikern gnadenlos ins Gericht gegangen, hat den Surkamp Verlag hinter sich gehabt, der hat alles gedruckt, was der Dürr geschrieben hat. Und wir waren damals eigentlich recht befreundet und haben gegenseitig uns die Bücher geschickt. Und der Hans-Peter Dürr hat schon im ersten Band etwas gemacht, was unter Linken damals tabu war. Nämlich, er hat gesagt, es gehört zum Wesen des Menschen, zum Wesen. Zum Wesen des Menschen, nur das ist korrekt zitiert, es gehört zum Wesen des Menschen, sich seiner Nacktheit zu schämen. Die Körperscham. Fünf Bände über Körperscham. Und da hat er hat offenbar eine gewisse Affinität zu diesen Geschichten gehabt, der hat wirklich alles durchforstet, was es gibt. Und er ist auf nichts gekommen, was gegen die allgemeine, in allen Zivilisationen, seit den Neandertalern, soweit man was von ihnen wissen konnte, vorhanden war,
diese Körperschaft. Das sagt natürlich auch jeder, wieso. Da brauchst du nicht an einem Nacktbadestrand gehen, da sind die alle splitternackt. Falsch, sagt er und zitiert und zitiert und zitiert. Das sind dann Blickvermeidungen. Das heißt, was du auf einen Nacktbadestrand gehst und du schaust an der Frau genau durch die, wo es nicht gehört, dann wirst du ausgeschmissen. Solche Sachen hat er herausgekläselt, beziehungsweise hat er natürlich herausgekläselt, wie zum Beispiel Frauenärzte Frauen untersucht haben im 19. Jahrhundert, das sind Lochnummern an sich. Es ist auch sehr lustig zu lesen, dieses ganze Werk. Und der Staub hat sich, aufgewirbelt hat, dieser Staub hat sich gelegt und der Hans-Peter sitzt ruhig in seiner Heidelberger Wohnung und schreibt nur ein Bild wahrscheinlich, während wir hier reden. Aber sein Befund über die Verallgemeinerbarkeit der Körperscham ist nicht widerlegt worden, meines Wissens. Er ist attackiert worden. Aber ich meine, fünf Birkeln, der hat ja meistens nur ein Drittel Text und zwei Drittel Fußnoten. Der ist ja nicht zu bremsen. Das ist ihm schwer nachzurechnen. Das heißt mit anderen Worten, ich selber würde das einzige verallgemeinerbare Tabu oder eine Vermeidungsregel ist die Körperscham. Und zwar für Männer und Frauen und seit wir zurückdenken können. Das aber heißt noch lange nicht Schuld, Scham. Er sagt ausdrücklich Scham, Körperscham. Das heißt, jetzt müssten wir uns also wirklich noch einmal ein Semester zusammensetzen und zwischen Schamkulturen und Schuldkulturen unterscheiden. Also die katholische Kultur ist eine Schuldkultur, natürlich auch eine Schamkultur. Jetzt können wir dann weitergehen und sagen, ja, was ist denn das alles mit diesen unkeuschheitenden Sünden und sind das, muss man sich schämen oder muss man eine Schuld empfinden? Nein, die katholische Sexualmoral ist eine Schuldmoral und was das mit der Scham zu tun hat, darüber spreche ich ein anderes Mal.